Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Sniper Elite Nummer 5. Ja, wir sind mittlerweile angekommen in Pont-sur-Douf, in dem großen Städtchen, das wir jetzt hier befreien werden von der deutschen Armee, von den Nazis. Wir sind in Mission Nummer 6 und hier oben beim letzten Ende eben angekommen. Auch die letzte Mission, die wir noch offen haben, Zerstörung des Brückenkopfs, verbinde den Sprengstoff der Barrikade. Das ist unser Ziel und ich weiß auch gar nicht, ob wir da drüben überhaupt hinkommen, wenn wir nicht vorher das hier lösen erst. Mörser haben die Brücke ins Visier genommen. Keine Ahnung. Werden wir erstmal sehen. Der Weg durch Europa kann erst nach der Befreiung von Pont-sur-Douf von der deutschen Besatzung gesichert werden. Das ist eben der Plan. Wir sollen die Nazis vertreiben, die das Dorf eingenommen haben und die Truppentransportwege von den Stränden ins französische Inland zu stützen. Das sollen wir machen. Und ich würde ganz gerne erstmal darüber gehen. Das sehe ich gerade. Da haben wir ja noch das Ding vergessen. Den Eintrittspunkt. Wo ist das denn? Da hinten? Oder hier vielleicht? Bei der Tür? Nee. Hier. Na gut, wir haben einen Bolzenschneider dabei, das sollte mit ihm auch funktionieren und das ist der nächste Standort, Brücke Charlie. Hier kommen wir nämlich auch hinein in dieses kleine Bistro. Da gibt es zwar nicht mehr viel zu holen, da stehen noch die alten Flaschen rum von früher, von der Vergangenheit. Wir können auch Flaschen mitnehmen. Cooler Marmortisch, gefällt mir gut. Und das kennen wir auch schon. Das ist immer wieder dieselbe Tafel, der hängt immer wieder rum. Das ist nichts Neues mehr. Immerhin, den Standort haben wir freigeschalten. Da kann ich das schon mal von der Karte löschen. Da drüben haben wir gleich was anderes. Nämlich die Rifle Workbench gibt es in diesem Gebäude zu finden. Wir haben in der letzten Folge schon rausgefunden, das ist ein Gebäude der Revolution. Das erkennt man ja immer wieder an dem Kreuz, das ein bisschen aufgehübscht wurde. Da haben wir noch so einen zweiten kleinen Strich oben. Und das heißt, hier ist die Revolution zu Hause. Dann gucken wir mal. So, wo ist sie? Am Küchentisch ist sie nicht. Wahrscheinlich eher oben. Es gibt übrigens auch Panzerfäuste. Wo habe ich die gesehen? Hier ist eine. Das Ding markieren wir uns mal. Warum auch immer. Machen wir immer. Bleibt auch so. Warum wir die Panzerfaust hier haben, weiß ich noch nicht. Was wir mit der anfangen können. Können wir eigentlich nach oben gehen? Tatsächlich. Vielleicht brauchen wir die nachher dann. Ich würde mir ganz gerne mal einen kleinen Überblick verschaffen über das ganze Ding da drüben. Mal gucken, ob wir da überhaupt so schnell hinkommen. Okay, auf der anderen Seite verschlossen. Also vermutlich wissen wir hier dann schon, wo wir hinwollen. Rauf geht's nicht. Raus geht's aber auch nicht. Na gut, dann versuchen wir das Ganze mal durch den Schuppen. Mal schauen. Wir müssen bestimmt irgendwo an der Hausmauer entlang klettern. Ich kann mir das gut vorstellen. Leuchtpistole 34 haben wir hier. Geht das auch nicht? Uah. Spottet mich gleich nicht jeder. Aber wo sind die denn alle überhaupt? Ach da! Den sieht man gar nicht vor lauter Schutt. So, Panzerfaustsoldaten, na herzlichen Glückwunsch. Carsten Heidrich glaubt den Gerüchten über ein geheimes Waffenprojekt, das Deutschland den Sieg bringen wird, nicht? Mit einem Raketenwerfer steht der hier, mit einer Panzerfaust. Wo ist der andere gerade hin verschwunden? Hallo? Hat sich versteckt vor uns. So, da ist auch noch einer. Ein Jäger. Corbinian Meyer, na das ist mal ein Name, musste beim Aufwachen feststellen, dass sein bester Freund in der Nacht desertiert war. Ist sauer, dass er ihn nicht aufgeweckt hat, um ihn mitzunehmen. Oh. Und da haben wir eine weitere Einheit, das ist vielleicht der von gerade eben, Kaspar Richter. Sein Urlaub wurde mal wieder gestrichen, plant so schnell wie möglich zu desertieren und den Eiffelturm zu besuchen, solange er noch steht. Ich möchte das Gefühl, die haben alle keinen Bock mehr. Ich meine, zu Recht, kann man sagen. Irgendeiner ist da hinten noch, aber ich glaube, den sehen wir so leicht nicht. Könnte sein, dass der im Gebäude... Ach, da ist einer. Aber dann bleibt noch einer, der ist hinter dem Gebäude. Den können wir definitiv nicht sehen. Bernhard Thomas ist da hinten. Sein Cousin wird seit einer Woche vermisst, vermutet, dass er tot ist. Aber jetzt ist halt immer noch die gute Frage, wie kommen wir dort denn überhaupt hin? In dieses Gebäude. Steht da vielleicht was? Da müssen wir rein. Vielleicht geht es ja von unten. Warte mal ganz kurz. Oder von außen. Ich habe da nämlich auf meiner schlauen Karte auch nur ein Bild.
dass das eben dort drin sein soll. Mal gucken, wo wir da überhaupt hin müssen. Hier vielleicht. Ah, ich bin doof. Ich wollte gerade am Efeu langklettern, aber hier können wir ja lang. So, das ist ja die richtige Art und Weise, das anzugehen. Okay, der hat mich gerade entdeckt. Ich weiß aber nicht, ob der bis darüber kommt. Nicht tödlich oder Teilmantel. Brauchen wir beides nicht. Scheiße. Da haben wir die Werkbank, die brauchen wir schon. Neues Aufsatzbundle freigeschaltet, die Gewehrmagazinmodifizierungen. Das klingt ja schon mal sehr schön und das ist gleichzeitig auch die letzte Gewehrwerkbank, beziehungsweise überhaupt die letzte Werkbank, die wir hier in dieser Mission finden können. Na dann, würde ich sagen, passen wir gleich mal ein bisschen unsere Sachen an. Wir fangen an mit Gewehr 43 und haben da eben ein neues Magazin. Zwei sogar neue Magazine bekommen, und zwar das Grabenmagazin MG13 und die Kurzumwandlung. Wir fangen mal an mit dem hier, dieses Relikt aus dem Ersten Weltkrieg. Erhöhte Kapazität, und zwar relativ deutlich. 15 Schuss gibt es da mehr drin, 25 statt jetzt 10. Dafür aber eben auch langsamere Bewegung und eine verringerte Zielstabilität. Man sieht es hier, Zielstabilität erhöht sich um plus 7, Zielzeit und Ausrüstzeit erhöht sich genauso auf über 10 Sekunden die Ausrüstzeit, sogar 2 Sekunden mehr. Weiß ich nicht genau, ob wir das wirklich brauchen bei unserem normalen Snipergewehr, ob wir dann 25er Magazin drin benutzen müssen, ich weiß es nicht. Wie sieht es mit dem da aus? Die Kurzumwandlung hat sogar noch ein größeres Magazin, 32, Halleluja, ist aber sogar leiser, guck mal einer an. Eine verbesserte Umwandlung, die aufgrund der Verwendung von Kurzmunition mit kleinerem Kaliber Kontrolle und Kapazität verbessert. 32 Schuss plus 22 und eine Hörreichweite von minus 11 auf 46 Metern. Verringert aber auch den Schaden um 40 Trefferpunkte auf 49. Ich würde fast sogar sagen, wir bleiben hier beim Standard. Wir bleiben hier beim Standard. Das ist immer noch ein Snipergewehr. Und wenn ich mir dieses Magazin hier anschaue, das hat bald mehr Schuss drin als ein normales Sturmgewehr, ist das völlig übertrieben. Völlig übertrieben. Brauchen wir nicht. Wie sieht's hier aus? Da haben wir dasselbe auch hier freigeschalten. Einmal das hier, das kleine Überdruckmagazin. Ach nee, das ist ja gar nicht das. Ein Überdruckmagazin geringerer Kapazität, das die Durchschlagskraft, jedoch auch den Rückstoß erhöht, wodurch die Waffe schwieriger zu kontrollieren ist. Auch ein bisschen lauter ist das ganze Teil dann um 7 Meter. Rückstoßkompensation plus 50. Die Zielzeit würde sich verringern, aber auch die Stabilität und der Rückstoß. Es würde aber dann nur 3 Schuss beinhalten anstatt 8. Bin ich aber eigentlich gar nicht mal so enttäuscht von diesem Magazin. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil es ist ja eben die Sniper. Wir schießen hier höchstens ein, zwei Mal und das war's dann. Und wenn wir dreimal in Folge schießen müssen, dann haben wir sowieso schon was falsch gemacht. Nehmen wir, warum auch nicht. Wie sieht's hier aus mit dem Band? Ein dickes Griffband hätten wir hier. Bietet eine stark erhöhte Griffigkeit, wodurch sich Handhabung und Kontrolle der Waffe in erheblichem Maße verändern. Das ist das Ding da oben. Da würden wir die Mündungsgeschwindigkeit ein bisschen senken um 60 Meter pro Sekunde. Schuss pro Minute erhöhen, Nachladezeit erhöhen, Schussbildgenauigkeit aber auch ziemlich erhöhen. Und zwar auch von 60 auf 42, das klingt gar nicht mal so schlecht. Das nehmen wir, komm. So, wie sieht's aus mit der M1903? Da haben wir ein anderes Zielfernrohr freigeschalten. Sollen wir da vielleicht auch das hier mitnehmen? Nee. Was haben wir denn da? Die M84. Das für die damalige Zeit moderne M84 bietet eine Auswahl von Zoomstufen und ist oft auf spezialisierten amerikanischen Gewehren zu finden. Einen 12-fachen Zoom. Klingt ja auf Anhieb gar nicht mal so schlecht. Wir haben jetzt einen 14-fachen Zoom drin. Aber die Zielzeit würde sich ein bisschen erhöhen. Also was hat das für einen Nutzen? Gar keinen. Wir haben minus 2-mal beim Zoom und auch eine höhere Zielzeit. So, wie sieht's bei dem hier aus? Da geht's wieder weiter mit dem Magazin, mit dem kleinen Überdruckmagazin. Nee. Zu viel Malus und beim Karabiner können wir sowieso nichts ändern. Na gut, dann haben wir uns das Ganze mal angesehen. Das Ding können wir löschen. Da ist die Panzerfaust, lalalala. Und dann haben wir eben da drüben ganz schön viel und da gibt's eine Panzerfaust nach der anderen. Ach du Scheiße. Da gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Panzerfäuste und ein Panzer auch, natürlich. Und eine Exfiltrate Location und irgendwo auch einen steinernen Adler, den wir mitnehmen sollten. Und da haben die mal geschlafen, unsere Leute der Resistance. Verband haben sie hier, eine Attrappe haben sie hier, Erste-Hilfekasten haben sie hier und eine schallgedämpfte Waffe. Sachen zum Abhören.
Achso, warte mal, die Tür sollten wir vielleicht mal öffnen, dann würden wir da rauskommen. So. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das da aussieht, ob wir da einfach so über die Straße kommen können oder ob wir da irgendwas anderes machen müssen. Ich weiß es gar nicht. Wenn da drüben wirklich ein Panzer rumfährt, dann haben wir, glaube ich, gleich ein Problem. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir da überhaupt so rüberkommen. Ich glaube nämlich, wir müssen das Ding zuerst mal kaputt machen, weil hier können wir definitiv nicht durch. Da nehme ich dann doch lieber mal diese Waffe. Jep, ich glaube, wir müssen das ganze Ding hier erstmal demolieren. So, Sprengstoff wäre verbunden. Die Frage ist, womit ist das denn überhaupt verbunden? Sprengstoff zünden, da hinten, da führen die Kabel lang, ein grünes und ein schwarzes. Ach so, zum Auslöser einfach nur. Okay, ich glaube, da werden wir unseren ersten größeren Kampf haben. Wir müssen dort drüben hin. Und wir müssen das ganze Ding zuerst mal zünden. Und die wissen natürlich dann gleich Bescheid, dass wir da sind. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch hier gleich mal einen Panzerwerfer. Panzerwerfer, sag ich schon, eine Panzerfaust. Oje, oje, oje. Und da kommt der Panzer auch schon. Na, herzlichen Glückwunsch. Okay. Dann lasset ihn mal kommen. Mhm. Jetzt ist unsere schöne Deckung auch im Arsch. Den Tiger zerstören. Das ist unser Ziel, den Panzer zu demolieren. Ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen überhaupt auf die Distanz. Na gut, wir können zumindest mal die Leute erledigen. Ich meine, das funktioniert ja sowieso jetzt einfach nur mit der Sniper. Was anderes haben wir da ja jetzt nicht zur Auswahl. So, der wäre weg. So, das Lustige ist, die wissen immer noch nicht ganz genau, wo wir sind. Laden wir mal nach. Wir haben noch ein paar. They'll find me if I stay here. So, das sollt ihr mitgenommen haben. Genau, Explosion gehört. Na, das war ja auch der Plan. Achso, jetzt haben wir den Raketenwerfer wieder nicht dabei. So. Infanterie-Kill, wen haben wir denn da jetzt umgebracht? Können wir dem seine Waffe auch benutzen? Ich glaube nicht. Weiß auch nicht, ob der jetzt schießt. So wie es aussieht, ja nicht unbedingt. Mal gucken, ob das irgendeinen Nutzen hat. Na, sieht da gar nicht mal so schlecht aus. So, vielleicht nochmal einer da hinten hin. So, aber das war's ja noch nicht. Wir haben ja noch ein bisschen was. Beispielsweise ein bisschen TNT. Ich weiß gar nicht, ob wir das so weit zielen können. Okay, das geht nicht. Dann müssen wir vielleicht hier rüber. Na gut, Jürgen. Ach du Scheiße. Hier gibt's genügend Panzerfäuste, aber der schießt. Der lässt das nicht einfach so auf sich sitzen. Der schießt. Na gut, dann weißt du was? Wenn er ballert, dann ballern wir auch. Und zwar mit einer richtigen Waffe. Mit einer Panzerfaust.
Bewegen kann er sich ja sowieso nicht mehr, da ist er jetzt schon ziemlich handlungsunfähig geworden. Und die Panzerfäuste sind alle irgendwo oben, habe ich das Gefühl. Mal gucken, wo. Vielleicht ganz oben. Ich denke mal, wenn der nochmal eine Panzerfaust abbekommt, ist sowieso Ende für ihn. Und das ist der Fall. Wurscht, wo wir dahin zielen, der Panzer ist Geschichte. Verschrottert. Zerstöre 5 Fahrzeuge und das ist dann auch das letzte Ziel, das wir abgeschlossen hätten. Neues Ziel. Gebiet verlassen. Okay, okay, okay. Na gut, dann würde ich aber mal sagen, bevor wir das machen, gucken wir uns erstmal hier noch ein bisschen um in der Umgebung. Wir gucken mal, welche Leute wir jetzt hier erschossen haben. Wir gucken mal, was hier überhaupt so los ist. Und dann können wir das Gebiet verlassen. Hier direkt neben uns. Ich glaube, das war das erste Mal, dass der Panzer wirklich geschossen hat. Kennen wir den eigentlich? Ja. So, das war ja die Brücke, wo wir gerade hergekommen sind. Die schönen Möbel, guck mal. Achso, Gebiet verlassen. Nee, 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 lieber nicht. Da gehe ich erstmal hier lang. So, da könnten wir theoretisch noch ein paar Leichen verstecken für ein paar Zusatzpunkte. Das können wir machen, warum eigentlich auch nicht. Da sollten ja eh gleich ein paar rumliegen, wie beispielsweise der da. Den kennen wir noch gar nicht. Das ist Leo Eichel. Will wissen, wo diese Wunderwaffen sind, mit denen Deutschland den Krieg gewinnen will. Na gut, das wird ihm jetzt wohl ziemlich egal sein. Weil der gewinnt keinen Krieg mehr. So. Nicht böse sein. Das Ganze dauert vielleicht noch so 5 bis 7 Minuten und dann sind wir ja auch schon fertig. Ich würde mich ganz gerne nochmal in dieser großen Stadt hier umgucken. Und dann können wir das Gebiet verlassen. Ganz easy. Und rein in die nächste Mission. Schöner Kamin hier. Eine Offiziersjacke. Wieder ein paar Karten zum Kartenspielen. Eine zweite Leiche sollte hier aber auch noch sein, glaube ich. Wir haben hier 2 Leute umgeknallt. Kann das sein? Wo ist denn der zweite hin? Ach nee, der ist ja woanders hingeflohen dann nachher. Stimmt ja, der war ja gar nicht mehr da. Da gibt es eine Bar und ein Café, ein komplett eingestürztes Haus, von irgendeiner Bombe getroffen wahrscheinlich. Und natürlich wieder ein paar Propagandaplakate von der Kriegsmarine beispielsweise. Eine Crêmerie, eine Fromagerie, Biscuiterie. Alles Mögliche gibt's hier. Und ein schönes Bildlein von einem stürmischen Tag auf See oder ein Abend wohl eher. So, irgendwas gibt's hier beim Hotel. Eine Leichenkiste. Warum es überhaupt so viele Leichenkisten gibt? Ich meine, das ist ja voll offensichtlich, dass wir hier mit denen kämpfen müssen, dass es da eben keine leise Herangehensweise mehr gibt. Weil eben sofort jeder Bescheid weiß, dass wir hier sind. Wir müssen hier ja rumballern, das ist ja das Problem. Guck mal, da hätten wir die PZW-39 gehabt. Mit der hätten wir auch ordentlich ballern können und noch eine weitere Panzerfaust. Da oben haben wahrscheinlich die Soldaten geschlafen. In diesem kleinen Hotel. Ist eher so ein Schlafsaalhotel. Ah, mittlerweile eh schon wieder eingenommen von denen. Eh klar, überall stehen schon die Überwachungssachen für den Funk. Und da haben wir die See bei Tag. Ganz ruhig. So, wie sieht es hier hinten aus? Da haben wir eine Pharmazie. Herboristerie und Drogerie. Also Kräuter gibt es hier auch. Café Chaud et Chocolat. Mhm. Da kommt man eh nicht weiter, da ist sowieso alles kaputt. Und in diesem Gebäude waren wir, glaube ich, eh gerade drin. Haben wir noch nicht die Panzerfaust mitgenommen von da oben? Ne, da ist noch eine, das ist eine andere. Oh, noch eine, guck mal, wie viele Panzerfäuste es da gibt. Da hätten wir ja einiges mit denen anfangen können. Wo geht's da hin? Ja, guck mich da hier starren, da hinten. Okay, da oben hätten wir dann rumschießen können mit der Panzerfaust, theoretisch. Aber naja, das ging ja eigentlich ganz gut. Der erste Schuss ist gesitzt. Oder hat gesessen. Dann haben wir ein paar Granaten dran geworfen. Boah, das sieht ja richtig grindig aus. Und dann nochmal eine Rakete hinten nach. Und jetzt sieht eben der Panzer so aus, wie er aussieht, nämlich komplett im Arsch. Das war das Gebäude, wo wir drin waren. Na gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, ich gucke nochmal ganz kurz auf unsere schlaue Karte, ob wir da noch irgendwas haben zum Mitnehmen. Ich denke mal nicht. Die Barrikade haben wir, die Panzerfaust haben wir, die Flare Gun brauchen wir nicht, da können wir rausgehen. Doch, es gibt tatsächlich noch was. Und zwar ein Hidden Item, Engraved Lighter, irgendwo hier in diesem Gebäude nebenan. Und natürlich auch noch, darf man nicht vergessen, gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe, der steinerne Adler. Den müssen wir auch nochmal mitnehmen.
So, ich lösche nochmal überhaupt die Panzerfäuste hier raus. Das waren ja 7 Stück, die es hier gibt. Also ich weiß nicht, was wir mit denen hätten allen machen können. Wahrscheinlich die Leute auch noch alle umbringen mit einer Panzerfaust. Der steinerne Adler ist wo? Hier? Der sollte hier sein. Also da. Ist er das da am Spitz? Ah, da ist er. Guck mal. Ich kann mich erinnern, am Anfang waren die immer noch voll offensichtlich platziert, aber mittlerweile sind die so versteckt, dass man die gar nicht finden kann. So, das ist der hier und dann haben wir da drinnen irgendwo noch so ein Feuerzeug, so ein eingraviertes. Das müsste hier sein. Und das Feuerzeug liegt nicht hier unten. Vielleicht eine Etage weiter oben. Panzerfaust. Panzerfaust. Ah. Da haben wir es, ein graviertes Feuerzeug, der letzte versteckte Gegenstand und auch Gegenstand 19 von 19 hier bei Mission Nummer 6. Graviertes, mit Grabenarbeit geschmücktes Feuerzeug. Ein graviertes Feuerzeug, das sich vormals im Besitz eines US-Fallschirmjägers befand. Die Traditionen aus dem Ersten Weltkrieg werden auch in diesem Krieg fortgesetzt. Soldaten dekorieren ihre Feuerzeuge mit Münzen von Orten, an denen sie geschickt wurden, sowie verschiedenen anderen Markierungen und Gravierungen, die gemeinhin... Entschuldigung. Boah. Als Grabenarbeit bezeichnet werden. Na, was ist los? Ich muss ein bisschen was trinken, glaube ich. So. Im besten Fall hat der ursprüngliche Besitzer des Feuerzeuges bei einem Absprung verloren. Da es Opfer auf beiden Seiten gibt, sind derartige Gegenstände häufiger nach einem Kampf zu finden. Sein eigenes persönliches Feuerzeug. So, und das war's dann aber. Jetzt haben wir wirklich alles mitgenommen, was wir hier mitnehmen dürfen. Auch hier nochmal zweimal in der Panzerfaust. Also da hätten wir rumballern können mit der Panzerfaust. Da hätten wir das ganze Dorf in Schutt und Asche legen können, glaube ich. Auch hier. Boink, hätten wir auch noch ein bisschen spielen können. Guck mal, sogar mit dem Elektroschock. Hallöchen, Hallöchen. Sehr schön, sehr schön. Aber haben wir alles nicht gebraucht. Das ging mit der Sniper ganz gut. Und die letzten haben wir ja dann sowieso einfach mit dem da umbringen können. Mit dem Raketenwerfer. Na dann würde ich sagen, Mission 6 wäre somit erledigt. Was ist da noch? Resistance-Versteck? Na nü? Was gibt's denn dort? Müssen wir dorthin? Warum ist da so eine Markierung? Nur mal ganz kurz gucken. Wir haben ja die Tür mittlerweile schon geöffnet. Ja, das kennen wir doch, die Bergbank. Warum müssen die nochmal so markiert? Keine Ahnung. Wir waren ja eh gerade da. Wir haben ja hier schon ein bisschen rumgeschraubt an unseren Waffen. Weiß ja nicht, warum die jetzt extra nochmal markiert ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nichts mehr dort zu finden. Ich dachte, wir müssen uns vielleicht jetzt bei irgendjemandem noch... Oh, guck mal. Bei irgendjemandem noch melden oder sowas. This'll come in very useful. Aber ich glaube, wir sind durch. Mission 6, die Liberation, hätten wir erledigt. We should go, Monsieur Shadow. If we want to reach the research facility by nightfall, we need to leave now. You coming with us, Charlie? Orders are to stay here. Resistance liaison with our American friends. Glad to have you aboard. Ach, der ist auch noch da. You take care. See you in Paris. Le Grand Café Rue de Beaujolais. I'll buy you a pastis. You can count on it. Fairbird. Good hunting. And you. Dispense sur Douve liberated. Axis forces pushed back. Thanks to Lieutenant Fairbairn, US Rangers able to advance. Bella, Dispense sur Douve ist gefallen. Unser Nachschub ist abgeschnitten. Das ändert nichts. Wir schaffen es auch ohne Testdaten.
An der Startanlage ist alles, was wir brauchen. Vogel, treffen Sie die nötigen Vorkehrungen. Wir fahren in einer Stunde. Naja, schließt die Mission 6 die Liberation ab und wir bekommen auch gleich ein paar Errungenschaften und auch, guck mal, ein paar neue Zielfernrohre, Nachtsichtzielfernrohr, Hallöchen und auch gleich mal einen Rangausstieg hinten nach. Wir sind mittlerweile zum General aufgestiegen, auch schon auf Rang 40, der Schatten. Wir sind am maximalen Rang angekommen, schließt die Liberation mit einer 3-Sterne-Bewertung ab, Pazifist am Auto bekommen als Bändchen, schließt die Mission mit mehr als 20 markierten Feinden ab, die nicht getötet wurden, sondern nur bewusstlos geschlagen. Rangaufstieg der Schatten plus ein Fertigkeitenpunkt und ich denke mal, wenn wir die paar Punkte noch bekommen, um hier dann quasi auf die 40 komplett haben zu können, wenn wir das dann noch erledigen können, dann sind wir fertig. Die Leiter hinauf, die Karriereleiter, erreiche Rang 40, ich denke mal, das ist dann das Limit. Viel mehr geht hier nicht, Rang 40, alle Fertigkeitenpunkte sollten wir jetzt dann bald in unserer Tasche haben, beziehungsweise das heißt bald, wir sollten die schon in unserer Tasche haben und dann können wir gerne mal schauen in der nächsten Mission, was wir dort so machen können mit diesen Fertigkeitenpunkten und auch mit dem neuen Aufsatzmantel, mit dem Nachtsichtvisier. Das klingt ja schon mal sehr einladend. Die Liberation wäre damit abgeschlossen und es wundert mich ein bisschen, dass unser Herr Lieutenant oder wer auch immer das sein mag, noch da ist. Der wollte irgendwie vor 3 Missionen oder so schon mal das Weite suchen und hat gesagt, sie weigern sich da befehlen und warum kommen sie nicht mit? Und jetzt steht er plötzlich auch hier im Ponsorduf und freut sich, dass er doch noch hier ist und dass wir auch noch da sind. Und mal gucken, ob wir ihn vielleicht in der nächsten Mission auch gleich sehen werden. Optionale Ziele haben wir natürlich alle erledigt, ist ja klar, auch die Mission abgeschlossen und die Todesliste Jan Trautmann ist auch mittlerweile schon unter der Erde. Und dann schauen wir mal, wie wir uns geschlagen haben. Jetzt zum Schluss, wir sind trotzdem noch ziemlich leise und nicht tödlich unterwegs gewesen. Auch wenn wir wahrscheinlich noch ein bisschen leiser unterwegs gewesen wären, hätten wir jetzt zum Schluss nicht so rumballern müssen, aber das ging eben leider nicht anders. Wir haben 0 Mal einen Alarm ausgelöst, 9 Körper wurden entdeckt, 35 Mal haben wir einen Entdeckungspunkt gesammelt, umso höher, umso schlechter. Nicht tödlich, 49 Kills, 57 bewusstlose Feinde und allein das bringt uns 17.100 DP und dann haben wir nochmal 590 verschonte markierte Feinde, wo immer die sein sollen, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben uns diese Bonus-EP, die wir hier kriegen können, definitiv nach oben gepusht vom Rang her. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann würde ich mal sagen, wir machen gleich mal weiter in dieser Folge oder sollen wir vielleicht mal eine Folgenpause machen? Ich würde mal sagen, wir bereiten uns mal vor auf die nächste Folge bzw. auf die nächste Mission und starten dann aber erst rein in die Mission 7 in der nächsten Folge. Geheime Waffen heißt das Ganze. Einen Tag später, 12. Juni 1944, also Mitte Juni 1944, sind wir jetzt hier unterwegs und wir suchen Operation Krake. Wir untersuchen Operation Krake. Alle Informationen deuten darauf hin, dass sich die Kommandozentrale des Kraken im inneren Bunker der Anlage befindet. Dringen in die Basis ein und durchkreuze Obergruppenführer Möllers Plan. Das ist unser Ziel. Eine schöne Anlage. Ich gucke mal ganz kurz auf unsere Karte. Erstmal ein bisschen rauszoomen. Warte mal. So, da haben wir nochmal eine Exfiltrate Location. Die brauchen wir nicht mehr. Da unten wäre auch noch eine. Da müssen wir erstmal wieder auf die ganz andere Seite. Da. Oh Gott. Na, da gibt es wieder einiges zu entdecken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Longshot Gold Medal sehe ich gerade. Ui. Na, da haben wir definitiv wieder einiges zu tun. Uiuiuiuiuiui. Okay, 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 okay. Das wird seine Zeit dauern. Wahrscheinlich auch, bis wir dort wieder durch sind. Die Map an sich sieht gar nicht mal so groß aus, aber sammelmäßig gibt es hier doch wieder einiges. Es gibt zwar Panzer, sehe ich schon mal auf Anhieb, die wir erledigen können. Überall einen Alarm. Also, ich denke mal, da müssen wir uns zusammenreißen. Aber gut, Mission 7, da sollten wir jetzt eben schon mal ein bisschen was zeigen können, was wir gelernt haben in den letzten 50 Folgen. Also, ich denke mal, das wird schon ganz gut vonstatten gehen. Mal gucken. Wir schauen uns gleich mal in die Fertigkeiten ein bisschen um und sehen gerade, 2 Fertigkeitenpunkte haben wir frei und genau die 2 brauchen wir hier im Kampf für Sanität. Aber beim Wiederbeleben kannst du deine gesamten Verbände statt deines einzigen Erste-Hilfe-Kastens verwenden. Nehmbar, auch wenn wir es wahrscheinlich nie einsetzen müssen, aber das brauchen wir eben für den letzten Punkt beim Kampf. Dann haben wir beim Kampf, Ausrüstung und beim Körper alles von allem hochgepusht. Sehr gut.
So, und dann gucken wir gleich mal bei der Bewaffnung, wie es da aussieht. Hier können wir nämlich anscheinend wieder ein bisschen was ändern und fangen auch diesmal an beim Gewehr 43. Ein neues Visier würde es hier geben, und zwar das M2 Nachtsicht. Hochmoderne Nachtsichttechnologie bietet selbst in totaler Dunkelheit Sicht, allerdings sind das Bild und die Zielstabilität eingeschränkt. Wir hätten statt einem 11-fach-Zoom einen 6-fach-Zoom mit Nachtsicht als Vorteil, aber eine schlechte Zielstabilität und eine sehr geringe Zielgeschwindigkeit. Wobei sich da jetzt so viel gar nicht ändert, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Die Ausrüstzeit erhöht sich um 2 Sekunden. Die Zielzeit erhöht sich um 44 Millisekunden, die Zielstabilität erhöht sich ein bisschen, aber im Großen und Ganzen immer noch schön okay, das Ganze. Ich bleibe aber mal mit dem PK Berlin, das lassen wir mal draufgeschraubt. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Nachtsichtgewehr überhaupt brauchen. Greifen wir dann nachts an? Keine Ahnung. Okay, da können wir eh nichts mehr ändern. Wie sieht es hier aus? Da können wir bei einer Maschinenpistole was ändern, und zwar auch hier. Hätten wir das SM2 Nachtsicht. Das für MP ist angepasste M2, bietet selbst in totaler Dunkelheit Sicht. Dann sind die Zielstärke eingeschränkt. Mhm. Und die Stangun, da könnten wir das Ding auch raufschrauben. Und den Lauf gibt es ja auch. Alle drei sogar. Was haben wir denn da immer genommen? Ich glaube, den hier. Gezogen, präzisionsgefertigt. Den nehmen wir auch hier. Und bei der Mündung MK2 Schalldämpfer. 38, 38. Na, wenn ich die zwei vergleichen müsste, dann passt der MK2-Schalldämpfer definitiv schon besser rein. Bitteschön. So, da unten können wir nichts anpassen, das war's. Okay, na gut, dann würde ich mal sagen, ich weiß gar nicht, sind wir hier in der Nacht unterwegs? Ich habe keine Ahnung. Also generell, auch wenn wir in der Nacht unterwegs sein sollten, wir werden ja irgendwas sehen, auch ohne Nachtsichtvisier, denke ich mal. Aber wir schauen uns das Ganze mal an, und spätestens dann, wenn wir die erste Werkbank erreichen, können wir das Scope sowieso mal wieder umtauschen. Dann würde ich mal sagen, wir machen eine kleine Folgenpause, sehen uns wieder in der nächsten Runde hier bei Let's Play Sniper Elite Nummer 5, und dann geht's rein in Mission Nummer 7, die geheimen Waffen, Mitte Juni 1944. Ich bin gespannt, ich hoffe du auch, und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!